You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Und zwar diesmal zum ersten Mal als Täuschungsschurke, den ich gerade ein bisschen ausprobiere im Pre-Patch. Der ist 124 Item Level. Wir spielen hier mit Atem der Sterbenden, Vision der Perfektion, Erinnerung an den Klartraum und Schmelztiegel der Flamme. Jetzt schauen wir erstmal, was die hier mache. Ich glaube, ich muss für den Turm gehen und den wahrscheinlich auch verteidigen, nachdem hier schon Ink kommt. Spielen hier noch Kaltblütigkeit, spielen Schattenhaftes Duell und Rauchbomben. Jetzt schauen wir erstmal, was die hier vorhaben. Schreiben wir lieber gleich mal, dass Ink kommt. Da kommt eine Hand da. Das wäre man nämlich nicht lange überleben. Ich würde aber auf jeden Fall gerne zuerst den Turm einnehmen, bevor ich hier Stealth gehe. Deswegen ist es ein bisschen problematisch gerade. Das ist gar nicht gut. Wir haben Kernfrosch an. In der Mitte kommt Ink. Aber ich glaube, wir gewinnen gerade Mitte, Zerg. Sieht zumindest gut aus für uns. Ich hoffe, es verschiebt dann gleich mal einer. Ich würde jetzt gleich mal gern Stealth gehen, weil der Hunter ist nämlich schon lange da. Vielleicht können wir hier vanischen. Dann könnten wir ihn vielleicht blinden hier. Dann können wir hier reggen. Schauen wir, ob er irgendwas zieht gerade in dem Falle. Oder ob er mich hier nochmal stealthen lässt. Kann gerade nochmal stealthen, kann ihn dann zappen. Dann kann er mich hier gar nichts tun. Können so lange nämlich ein bisschen regenerieren. Können im Stealth sitzen, warten bis die Mates hier rüberkommen. Da kommt nämlich auch schon einer und dann können wir nämlich hier gleich mal öffnen mit Cooldowns. Können hier gleich nochmal Cheapshotten auf seinen Go. Dann kommt hier Trinket, wir geben nochmal die Air-Kit eine Shot. Und dann sollten wir ihn eigentlich schon so gut wie down haben. Können hier nochmal Essence benutzen und das war's eigentlich schon. Wunderschön! Nicht schlecht gespielt von mir, da muss ich erstmal klatschen für mich selber. Den haben wir sehr, sehr gut rausgenommen und darauf gesetzt, dass wir halt in der Mitte so lange den Zerg halbwegs kriegen. Wobei, jetzt werden wir halbwegs geweiht. Beide Seiten haben nicht mal wieder mal gar keine Heiler. Was wir allerdings probieren könnten, Entschuldigung, wäre, dass wir eventuell einen Turm klauen. Und zwar gehen wir hier für Draenei-Ruinen. Denn im Mitte-Zerg sieht gut aus. Ich bin als Schurke halt nicht wirklich brauchbar im Zerg, deswegen, mein, außer für einen Fokus-Nuke mit Heilern und so weiter, weil dann bringt das Smoke-Bomb und das Stunlock extrem viel. Aber in der Zwischenzeit, wir gehen hier einfach mal Stealth, ziehen gleich mal Sprint und schauen mal, ob wir hier ein bisschen kleine Sneaky-Runde reisen können. Die Flagge haben sie auf jeden Fall abgezogen und da läuft so die H, das ist nicht so schlecht, weil das erlaubt mir, dass ich nämlich hier die Base leichter einnehmen könnte. Einziges Problem, dass der Respawn hier drüben die ganze Zeit stattfindet. Wir können schauen, ob hier einer ist, das können wir nämlich wieder feststellen anhand von unserer Essenz, jo, beziehungsweise Retrade. Aber das sieht nicht so aus, das heißt, wir gehen hier mal raus, weil wir haben einen Trade, der heißt Auf der Lauer. Und dieser Trade, der zeigt mir immer an, wenn irgendwo irgendein Spieler in der Nähe ist. Wir können hier wieder Cold Blood anmachen, können den hier ganz stunnen, können Double and Venom usen, können Essenz ziehen, da ist er auch schon tot. Sollte nämlich einer in unmittelbarer Nähe stehen von mir, dann change dieser Trade hier oben. Das heißt auf der Lauer, das ist dann so ein Männchen, das aussieht, wie wenn es so einen Sprung macht. Und wenn das da ist, dann wissen wir natürlich, dass wir irgendeinen Stealth in der Nähe haben. Was ihnen jetzt gar nichts bringt, ist die Flagge gerade, weil sie haben nur einen Turm, das heißt, es abgeben bringt ihnen gerade so gut wie gar nichts. Unser Zerg ist allerdings komplett da drüben. Das ist ein bisschen problematisch gerade, weil wir zwar den Turm hier kriegen, aber der geht hier Stealth. Das heißt, wir ziehen hier Sprint. Das können wir gleich sehen, der Trade oben sollte gleich switchen, wenn hier einmal vorbeigeht. Und zwar jetzt, dann können wir ihn aufdecken, dann können wir Cheapshotten hier. Können wir gleich Cooldowns nutzen, werden ihn gleich nochmal stunnen. Und dann schauen wir, dass wir ihn so schnell wie möglich zerlegen. Da kommt auch schon der Hunter. Wir gehen hier mal drinnen, gehen Heal. Er kann hier durchschießen, okay. Das wusste ich nicht. Das ist gar nicht gut. Wir müssen hier fast vanischen. Können leider hier keinen rausnehmen. Können hier nur alle dreimal ganz kurz CC'en. Evasion haben wir leider gar nichts mehr. Wir können dann einen blinden. Vielleicht kriegen wir noch den Demon Hunter down. Das glaube ich weniger. Essenz. Schade, schade, schade. Der Try war da auf jeden Fall. Der Try war da. Jetzt sollten wir dafür die Flagge kriegen, weil wir fast alle rüber gebaitet haben zum Turm jetzt. Das heißt, der Zerg in der Mitte sollte uns relativ leicht fangen gerade. Hoffe ich zumindest. Da tappt zumindest der Krieger. Das wäre sehr, sehr geil, wenn er das jetzt durchkriegt. Ich glaube, er kriegt sogar gut durch. Das sieht sehr, sehr nice aus. Die werden jetzt allerdings wahrscheinlich für uns zum Inken kommen. Der Demon Hunter gehört nicht zu uns. Das heißt, wir gehen hier gleich mal Stealth. Dann sprinten wir hier und schauen, dass wir gleich den ersten rausnehmen. Und zwar wahrscheinlich den hinten. Zappen den ersten. Dann zappen wir gleich den Red und Open auf den anderen. Und zwar jetzt. Zappen wir hier. Machen Opening auf ihm hier. Können gleich nochmal stunnen. Stunnen hier einmal. Machen Double and Venom. Dann cagt er mich. Essenz geht durch. Zack. Wunderbar. Haben wir direkt den ganzen Zerg hier abgefangen. Dann können sie mich hier gar nichts machen. Geben dem hier nochmal Kidney Shot. Er zieht hier nochmal Wings. Essenz. Wunderschönes Ding. Dann schauen wir. Die Flagge hat er instant abgegeben. Nein, du Clown. Oh mein Gott, jetzt müssen wir schauen, dass wir Mitte Control kriegen. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Jetzt hätte er einfach auf der Flagge sitzen können gerade. Das ist ein bisschen problematisch jetzt. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal einen Schurken. Den gehen wir gleich mal Cheap Shot. Schauen, ob er Trinket zieht. Ob er gierig wird. Sonst geben wir ihm nochmal Kidney Shot, dann können wir ihn nämlich easy killen.
Dann haben wir hier schon wieder den ersten Down, dann pushen die jetzt rein. Jetzt warten wir kurz, dass wir nochmal stealthen können. Fallen erstmal komplett runter, das wollen wir gar nicht hier gerade. Die pushen auf jeden Fall jetzt rein. Was wir machen können, ist den ersten Cheap Shot, den zweiten Cheap Shot, debuffen den ersten. Machen Dance an, kriegen hier direkt einen Stun, kicken gleich den Magier, sollte nochmal casten. Jetzt können wir den Magier kicken, kann er nämlich gar nichts machen gegen. Dann Smoke Bomb wie hier, use an Essence, dass wir ihn killen können. Können leider nicht mehr vanischen. Unlucky. Was man im Pre-Patch nicht vergessen darf, man stirbt extrem schnell. Auch in Shadowlands sieht es aus, als wäre es gleich, denn manche Spieler haben schon reported. Ah, jetzt haben sie die Flagge nicht gedefft. Manche Spieler haben schon reported, dass auch dort kein Scaling an ist. Das heißt, das Gameplay bleibt so schnell. Darf man sich also nicht wundern, man stirbt relativ schnell, man killt auch Leute relativ schnell und man muss halt extrem fix wieder auf Dinge reagieren, die halt passieren. Das heißt halt, gerade in Battlegrounds hast du halt nicht jedes Mal irgendwas ready, wenn es so ist. Da kommst du halt gar nicht hinterher, weil, ja, ich meine, du hast halt trotzdem irgendwie 1 bis 2, 3 Minuten Cooldown auf deine Sachen. Aber gut, so läuft es halt nun mal. Da darf man sich dann nicht irgendwie zu sehr reinsteigen in das Ganze. Jetzt gehen wir dem nochmal den Turm klauen, damit wir nochmal den Mitte-Zerg ein bisschen splitten können gerade. Das sieht nämlich gut aus. Ein Red kommt mit mir mit, oder? Genau, der Red kommt mit mir mit. Schauen wir, dass wir hier den Turm kriegen. Wir zappen einen, openen so lange auf dem anderen. Jetzt haben wir gerade Unlucky. Der geht erstmal hier Death, dann cheapshotten wir so lange den. Openen auf den hier. Schauen, dass wir hier gut Damage auf ihm haben. Zweite Dispersion haben wir auch raus. Den anderen können wir gleich rausnehmen. Dann, das ist gut, dass der da reinpusht gerade. Den Rack kriegt er sowieso nicht. Dann können wir nicht Kidney Shot usen. Kommt hier nochmal Mindbomb. Die trinketen wir. Dann können wir Big Essence usen. Ersten haben wir down. Schurke opened auf mir. Wir vanischen gleich. Ne, wir vanischen gar nicht. Wir dancen hier und cheapshotten ihn nochmal. Cloaken dann hier wegen der Eule. Schauen, dass wir ihn drinnen auch noch anmachen. Dann kann er nämlich gar nichts machen. Wir können ihn... Oh, er blindet mich. Das bringt gar nichts gerade. Wir können ihn steppen. Vanisht hier nochmal. Wir vanischen. Kidneyshotten ihn. Dann können wir hier nochmal Dance anmachen. Cheapshotten ihn nochmal. Können hier Essence usen. Dann haben wir ihn down. Dann können wir zum nächsten steppen. Können ihn vielleicht noch finishen hier. Haben nochmal ganz schön viele Buffs drauf. Und jetzt verschiebt die komplette Allianz gerade zum Magierturm. Aber drei von uns versuchen auch noch Trainer einzunehmen. Das ist gar nicht schlecht gerade, weil Allianz muss so splitten, weil wir gerade mit zwei Leuten so derart viele zerlegt haben da drüben. Jetzt kriegen wir dafür Drehneiturm und ihnen bringen die Flaggen nicht wirklich viel. Also sie holen nicht wirklich sehr, sehr viel raus. Ich habe ein schlechtes Gefühl, was das bei uns angeht, weil unser Zerg ist wirklich sehr, sehr weak. Man sieht schon, ich dürfte als Schurke gar nicht so weit oben sein, sondern eigentlich sollten da die ganzen Zerg-Boys weiter oben sein, die ganzen Krieger, der Retri. Eventuell der Hunter, die müssen ziemlich weit oben sein eigentlich da gerade. Ist ein bisschen schlecht, dass ich da eigentlich mit oben mitspiele gerade. Da müssten wir schauen, dass die anderen eventuell ein bisschen besseres Gear haben. Wir haben hier noch einen Priester am Start. Wir schauen, ob hier noch einer stealtht, aber ich glaube nicht. Ansonsten warten wir, bis die anderen verschieben. Zappen den hier gleich, openen hier instant. Schauen, ob wir wieder ein Dev-CD kriegen hier. Dispersion ist schon wieder draußen, das heißt, wir stunnen nicht. Was wir aber machen können, ist hier ein bisschen wegzupushen, damit wir hier eventuell gleich... Line of Sight stehen können. Schauen, ob die hier was machen. Schauen wir mal. Er hat leider gerade Essence Brock gehabt. Das heißt, wir können jetzt noch was delfen, können nochmal Cheapshotten, können ihn Big openen. Er stunt mich. Das ist jetzt nicht so tragisch. Wir können nämlich gleich Kidneyshotten. Jetzt können wir nochmal Kidneyshotten, können Dance anmachen. Und jetzt hat er leider Luck bis zum geht nicht mehr. Und der ganze Respawn ist da, der drüben gerade gestorben ist. Das ist so unglücklich gerade für mich. Das ist so unglücklich gerade für mich. Den hätte ich so easy killen können gerade, aber... Was will man machen? Flagge ist dafür in unserem Besitz. Mitte sieht auch gut aus. Man muss sagen, dass viele vom Respawn rüber gepusht sind. Bar hier rein. Das heißt, Mitte Zerg sollten wir dadurch gewinnen. Und ich hoffe, dass sie es schaffen, die Flagge gleich nochmal einzunehmen und dann nett abzugeben. Wenn wir jetzt die Flagge holen und nett abgeben, dann führen wir. Weil die nächste Flagge würde uns nämlich sowieso nach oben pushen. Es defft aber keiner TH. Das ist nicht gut, falls da jetzt gerade irgendwie kommt. Werden wir gleich feststellen. Ansonsten ist das Beste, was ich jetzt machen kann, nicht Mitte zu gehen, sondern nochmal für eine Off-Base zu gehen. Aber die defen immer zu zweit. Ich glaube, die hören zusammen, die zwei Priester, oder? Die stehen immer zu zweit auf deinen Base. Ich glaube, ich tue mir 1000-mal leichter, wenn ich gegen den Hunter gehe. Genau, jetzt haben wir die Flagge. Wunderbar. Wobei, jetzt könnten wir auch für Mitte Zerg gehen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Jetzt dürfte nur keiner TH klauen. Wobei, da oben ist schon einer. Der Dudu klaut TH. Das ist ganz, 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 ganz mies. Jetzt müssen wir ganz schnell umdrehen. Schauen, dass wir hier Stealth gehen, bevor er uns sieht. Da kommt auch schon der zweite, und zwar der Priester. Den Priester werden wir gleich mal zappen den Priester, openen hier gleich auf ihm. Schauen, dass wir gleich mal CDs ziehen, machen alles an hier. Der Hunter sieht es zum Glück auch schon. Schauen, dass er uns nicht bashen kann, indem wir hier defensiv gehen. Kicken den Shadow Priest, damit er hier nicht supporten kann. Wir schauen, dass wir hier gleich Bomben drauf, damit er hier nicht Smoke Bomb oder sonst irgendwas, Smoke Bomb Live Swap machen kann. Aber das sah sehr, sehr schön aus. Wunderschönes Ding.
gut, gut gesaved nochmal, dass der Hunter, muss man ihm lassen, dass er das gerade instant gesehen hat, weil die meisten spielen nämlich irgendwie mal mit der Kamera so reingezoomt und checken gar nicht, was abgeht. Deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen. So, wie schauen wir Mitte aus? Mitte schauen wir nicht allzu gut aus, da deffen zwei Hunter auf jeden Fall. Da will ich gerade nicht unbedingt reingehen, oder? Wobei, es sieht nicht so schlecht aus für uns. Wir können ja in den ersten Cheapshotten, zweiten Cheapshotten, dritten Cheapshotten, Kidneyshotten den hier nochmal, machen unseren Dance an. Essence geht raus, erster ist down. Wir schauen, der Jump zurück, wir können ihn hier gleich nochmal starten. Können ihn nochmal Dance anmachen, wobei er lässt mich gerade nicht, weil der Shadow Priest mich nochmal danced. Mal jetzt nochmal Dance an, gehen hier nochmal auf ihn, können ihn eventuell finishen. Wunderbar, der ist auch down. Wir ziehen ihn nochmal Finte und Cloak, damit wir hier nicht sterben. Und dann schauen wir, dass wir Mid-Control hier zurückkriegen. Können den Hunter vielleicht killen, Hunter ist auch down. Gehen aber auf ihn hier, vanischen hier, weil ich viel zu viel Schaden gerade reinkriege. Was wir uns jetzt schnappen, ist den Arcane Mage. Machen hier gleich Dance an, machen Cold Blood an. Der Rogue kriegt mich mit Dresdergaff, oder? Kann ich jetzt dann? Oh, er verkackte die ja nicht. Nein! Ah, so close gerade. Aber wir haben Mitte Control komplett. Ah, hätte er den DR jetzt verkackt? Wer nicht weiß, was DR ist Diminishing Return. Das heißt, dass er quasi, man sagt immer DR Stun quasi. Also der erste Stun ist ja voll, der zweite Stun ist nur noch die Hälfte und der dritte Stun ist so gut wie gar nicht mehr. Und wenn er das verkackt gerade, dann bin ich halt nicht mehr gestunt und dann hat er halt komplett, dann hat er komplett verschissen, weil dann kann ich halt gegenspielen. Was wir machen können, ist hier reinsteppen, dancen gleich den ersten, schauen, dass wir den zweiten hier stunnen, machen hier Cold Blood an für mehr Damage, den ersten haben wir down, der zweite pusht zurück. Kriegen wir gerade eine down, können wir hier nochmal rausnehmen, eventuell, Fury Fist, können wir nichts machen. Wir müssen die Flagge tappen jetzt, wir müssen so weit die Flagge tappen, wir sind so knapp davor. Wir sind so gut davor beim Zerg dabei die ganze Zeit, wir pushen die zurück und zurück und zurück, aber wir kriegen gerade die Flagge nicht. Das ist so ungut hier gerade. Das ist so unglaublich ungut. Was wir machen, ist den hier cheapshotten, dann den hier, dann eventuell den Mönch hier finishen mit einer Essence. Können wir jetzt nochmal Kidneyshotten, dann können wir den Mönch finishen. Ich sterbe hier nochmal. Wegen den ganzen Castern, aber bitte nicht aufgeben jetzt. Wir sind so hart im Vorteil die ganze Zeit. Dieser Zerg auf Biegen und Brechen. Was ich jetzt mache, nein, jetzt geht der Red für die andere Base. Der Red muss Mitte gehen. Der Red muss Mitte gehen. Oh. Als Zerg-Klasse gehst du niemals für die Off-Basen. Das ist sehr, sehr schlecht gerade. Gerade den Cleave-Damage brauchen wir halt die ganze Zeit. Da ist immer mies, wenn genau die Klassen halt nicht da rein. Oh mein Gott, der Typhoon war so gut. Der war so gut einfach. Wir gehen für den Hunter. Schauen, dass wir den kriegen. Hunter ist down. Wir haben leider gar nichts an Defensive, oder? Doch, ich habe noch Cloak ready. Können den hier noch killen. Schauen, was der Red hier macht. Geben dem Red Full Kidney Shot. Dancen ihn nochmal. Dancen ihn jetzt, könnt ihr auch nochmal Essence geben, in Venom genau nochmal raus, oder in Venom. Ah, der Hunter hat Heckenschütze an, der hat so weit, der hat so viel Reichweite gerade. Ich glaube, ich gehe jetzt für die andere Base auf der Seite. Ich hoffe, dass der Red irgendwas machen kann da vorne. Ah, er spielt Crusade auch noch. Jetzt pushen immer mehr von den Leuten, die im Zerg sein sollten, pushen immer mehr für die Off-Basen. Das ist mies, das heißt, wir verlieren den Zerg in der Mitte. Jetzt muss ich halt für einen anderen mitgehen, weil sonst wird das gar nichts mehr, nämlich. Der erste pusht nämlich schon durch. Das heißt, wir gehen mitten. Enhancer ist nämlich auch schon oben. Das heißt, unser Zerg wird immer weaker und sie kriegen jetzt dafür die Flagge gleich. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da so schnell wie möglich nach oben kommen. Stealthen, Cheapshotten ihn hier gleich, dancen ihn gleich. Schauen, dass wir ihn gleich nochmal Kidneyshotten. Und zwar jetzt Kidneyshot, wenn er nichts machen kann. Kriegt Leon Hands von dem Pali, der hier aus dem Nix pusht. Dann liegt ja auch noch der Ding am Boden, der Touch. Oh, der Touch am Boden, der. Wie heißt denn? Mir fällt gerade ein, wie es heißt. Können ihn komplett durchballern durch seinen Defensive hier. Können den Hunter einmal killen. Können wir nicht. Können wir mal zurücksteppen. Kicken den DH. Den DH können wir gleich nochmal rausnehmen. Smokebomb hier. Kidneyshotten ihn. Schauen, ob wir noch was anbringen können. Cheapshotten den Pali nochmal. Cheapshotten den Demon Hunter nochmal. Können vielleicht den Demon Hunter noch killen. Gerade nicht. Der Houston Gesu, Alter. Der Houston Gesu. Alter, okay, das wird gerade los, das schaffen wir nicht mehr. Der Pali und der Variant niemals verschieben dürfen, niemals, er ist immer noch da drüben. Ja, wir brauchen die Zerg-Klassen so bald, aber es ist ein verdammt geiles BGR, das macht unglaublich Spaß gerade. Wir können ihm hier Kidney geben, ich hätte, oh, der Knockback war nicht bad, der ist auch nicht bad, die spammen nur noch AOE die ganze Zeit. Wir können schauen, ob wir vielleicht die Flagge kriegen, er viert rein, vielleicht kriege ich die Flagge, ganz, ganz lucky. Oh mein Gott, was? Der Shadow mit dem Save! Okay, das ist, Alter, das BG ist so nice gerade. Der Shadow hat gerade noch Touch of Death. Ah, Touch of Death, sag ich schon, Schattenwort tot rausbekommen. Alter.
Schade, schade, schade. Wäre der Pali und der Vari nicht für den Aufzehr gegangen, hätten wir ziemlich sicher nehmen können, weil dann hätte ich nämlich die anderen drüben beschäftigen können und so lange aufhalten können. Schade, schade, schade. Was haben wir gemacht? Der Ansatzjagd ist extrem weak gewesen. Der Red war viel zu weit unten, der Hunter, die Varis sind irgendwo. Keiner von den Zerg-Varis ist überhaupt nur oben. Das ist schade, 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 aber hat unglaublich Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß dabei beim Zusehen. Wenn ja, Däumchen nach oben. Ansonsten, wie immer, wenn ihr noch Fragen habt, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst doch nicht, mit meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video und im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.